Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video, heute mit dem Unterupdate 1.17.1, Minor Release. Und wir machen das so wie in den anderen Update-Videos auch. Wir werden natürlich erst mit dem Changelog durchgehen, Punkt für Punkt. Der wirkt heute etwas kürzer, durch die Unterpunkte wird er wahrscheinlich aber heute länger werden. Und gehen danach auf jeden Fall in den Gameplay-Teil. Das bedeutet, wer sich nur für eins der beiden interessiert, der darf dann überspringen oder halt dann abschalten. Wir fangen auf jeden Fall an mit den Gunplay-Changes und die lassen sich jetzt in diesem Fall einfach nur mit dem Bild erklären, ohne Text drumherum. Ihr seht hier zwei Linien, einmal die grüne und einmal die gelbe Linie. Die gelbe Linie stellt ein natürliches Schwenkmuster des Soldaten dar, was auf Grundlage halt biologischer Gegebenheiten einfach auch im echten Leben so wäre. Das bedeutet, ihr habt einen schweren Gegenstand, wie eine Waffe in dem Falle, in der Hand, die wiegt mehrere Kilogramm und ihr werdet folglich, einfach weil ihr halt Menschen seid, diese Waffe nicht punktuell halten können. Ihr werdet anfangen, die so ein bisschen nach unten sacken zu lassen, dann werdet sie wieder hochziehen und so weiter und so fort. Und dadurch kommt halt diese gelbe Kurve ansatzweise zustande, wenn auch ein bisschen übertrieben. Und obendrauf mit dem aktuellen System wird jetzt noch diese grüne Kurve gelegt, die von Waffe zu Waffe unterschiedlich ist. Das bedeutet, die gelbe ist standardmäßig bei eurem Soldaten, bei allen euren Soldaten. Das wäre natürlich auch lustig, wenn man das irgendwie trainieren könnte. Und obendrauf, wie gesagt, die grüne Kurve, die halt von Waffe zu Waffe unterschiedlich ist. Das liegt wiederum daran, dass halt auch jede Waffe eine unterschiedliche Rückstoßkompensation hat und jede Waffe halt auch unterschiedlich gebaut ist. Ein langer Lauf verhält sich anders wie ein kurzer Lauf. Und dadurch habt ihr halt bei jeder Waffe eine unterschiedliche grüne Kurve, die oben auf die gelbe Kurve draufgelegt wird. Was wiederum dazu führt, dass ihr dann, wenn ihr schießt, immer bei jedem Schuss ein komplett anderes Schussverhalten habt. Klar, man kann die Waffen noch einstufen, man weiß immer noch, okay, dass, keine Ahnung, M1 Grand schießt immer nach links oben und die MP40 beispielsweise schießt irgendwie immer nach rechts oben. Das kann man natürlich noch einstudieren, aber auf Grundlage dieser kombinierten Variante werdet ihr das halt nicht immer genau auf einen Punkt einschätzen können, sondern müsst dann halt immer noch gegen dieses typische Schwenken des Soldaten gegenarbeiten. Und ja, ich wurde darauf angesprochen, die Headshots sind jetzt meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr random, als sie vorher waren, weil vorher war es halt entweder das grüne oder das gelbe System und mittlerweile haben wir halt ein kombiniertes. Weiter geht's mit den Improved Iron Sights oder auch mit anderen Worten die verbesserten Kimme- und Kornansichten oder auch verbesserten Visieransichten. Wo wir schon dabei sind, ich werde vielleicht gleich Kimme und Korn verwenden und nur zur Begriffsklärung, die Kimme ist das hintere Element im Visier. Das bedeutet das mit der kleinen Kerbe, was ihr zuallererst seht, wenn ihr quasi die Waffe richtig haltet. Und das Korn ist ganz vorne an der Waffe, dieser kleine Pnöppel, dieses kleine Zipfelchen, was ganz vorne dran klebt und was man im Prinzip mit der Kimme und dem Feind in eine Linie bringen muss, um die Waffe richtig ausgerichtet zu haben. Und ja, nur damit das halt geklärt ist und es gleich keine Verwirrung gibt. Angefangen auf jeden Fall mit dem Karabiner 98 Kurz. Der hat eine vergrößerte Kerbe für das hintere Visier bekommen, sprich die Kimme ist etwas größer geworden und das Korn ist vorne ebenfalls vergrößert worden. Die Kamera wurde Richtung Visier nach vorne bewegt. Bei der Granatbüchse 39 wurde die Kimme ebenfalls erhöht und die Kamera wurde zurückbewegt. Bei der Johnson wurde die Blende für das hintere Visier, also dieses Loch in dem Blech, wurde vergrößert und das vordere Visier wurde, also das Korn wurde bearbeitet, die Kamera wurde zurückbewegt. Bei der M3 Grease Gun wurde die Blende ebenfalls vergrößert, also auch ähnlich wie bei der Johnson, das Loch in dem Blech, wurde vergrößert für das hintere Visier und die Kamera wurde zurückgefahren. Beim M1A1 Carabine, beim M1M2 Carabine und beim M1 Normal Carabine, also bei diesen drei Karabinern, wurden die Blenden jeweils vergrößert für das hintere Visier, sprich die Kimme wurde vergrößert. Dann wurde der Korn, also der vordere Visierpfosten, das Korn, wurde verbreitert bei allen dreien und die Kamera wurde nach hinten verschoben und das ganze Visier als Verbund nach vorne geschoben. Beim MG34 wurde die Visierausrichtung korrigiert und die Kamera zurückgefahren. Bei der DT29 wurde die Kamera zurückgefahren, während sie bei der Panzerschreck nach vorne bewegt wurde. Beim G43 gab es eine größere Kimme und ein größeres Korn. Bei der Maxim Tokarev wurde das hintere Visier geändert und das Korn vorne wurde verlängert. Obendrauf wurde die Kamera zurückgefahren.
Bei der Panzerfaust 60 wurde die Kamera ebenfalls zurückgefahren. Bei der PPD 40 wurde die Kerbe für das hintere Visier vergrößert. Bei der Bazooka wurde die Kamera zurückgefahren. Beim FG 42 wurde die hintere Blende beim hinteren Visier vergrößert. Und das Korn vorne wurde verbreitert. Bei der PTRD 41 wurde die Kamera zurückgefahren. Bei der Panzerbüchse 39 wurde die Kerbe hinten vergrößert. Bei der M1903 wurde das hintere Visier bearbeitet und es gab anscheinend ein Problem mit den normalen, was behoben wurde, was auch immer das bedeutet. Bei der M1 Grand wurde der vordere Visierpfosten leicht verbreitert und die Kamera ist nach vorne gerückt. Bei der SVT 40 wurde der vordere Visierpfosten, also das Korn, ebenfalls verbreitert. Bei der Thompson M1A1 wurde der vordere Visierpfosten ebenfalls verbreitert. Bei der PPS 43 wurde die Visierausrichtung bearbeitet, beim MG 42 die Kerbe hinten im Visier vergrößert und die Kamera nach vorne bewegt. Bei der MP 40 wurde die Kerbe für das hintere Visier ebenfalls vergrößert und das Korn vorne wurde ebenfalls verbreitert. Bei der DP 28 haben sie eine Kimme hinzugefügt, die anscheinend bislang noch nicht da war. Und bei der Ampumulette wurde von 25 auf 12 Meter 12,50 Meter die Visierschritte geändert. Da wir jetzt das leidige Thema der Iron Sights hinter uns gelassen haben, können wir uns endlich um die lustigen Dinge kümmern, und zwar in dem Falle die Flugzeugänderung, also die Plane-Anpassung. Und da geht's in allererster Linie ums Landen, denn die Bremsleistung von Flugzeugen wurde erhöht. Das bedeutet, ihr könnt jetzt in Bodennähe deutlich schneller abbremsen oder generell auch schneller abbremsen und habt die Möglichkeit, das Fahrwerk deutlich früher ausfahren zu können. Das richtet sich in allererster Linie an die schweren Flugzeuge, die bislang ziemlich große Probleme hatten, irgendwo zu landen, weil sie zu schnell waren, weil sie nicht rechtzeitig bremsen konnten und weil das Fahrwerk sich in den wenigsten Fällen rechtzeitig auch ausgefahren hat. Gut, ich sage es mal so, es liegt eigentlich immer noch mehr an den Maps, die geändert werden müssten, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, um auch die größeren Flugzeuge vernünftig landen zu können. Weiter geht's mit Map-Fixes, angefangen bei der Mountain Town Map. Da wurden die Geländehöhen und Kollisionen von mehreren Objectives behoben und korrigiert. Ebenso wurden schwebende und vergrabene Gegenstände wieder ausgebuddelt, querstrich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Außerdem waren auch anscheinend einige Ziviellaster vergraben, die wurden jetzt auch ausgebuddelt und wieder richtig hingestellt. Und der E1-Punkt hat eine vergrößerte Capzone bekommen, um alle Häuser drumherum einzuschließen. Und abschließend wurden auch noch ein paar Kollisionen zwischen gewissen Objekten behoben und richtig gestellt. Weiter geht's mit der Airfield Map. Da wurden mehrere Texturen in Bunkern korrigiert. Und wo wir schon gerade bei Bunkern sind, da wurden die meisten davon endlich mal ausgegraben. Ja, es ist eine Menge vergraben gewesen in den letzten Updates. Auf jeden Fall wurden auch mehrere Straßen korrigiert, die bislang zu steil waren. Der C1-Punkt hat eine größere Capzone bekommen und Steine auf Straßen wurden entfernt. Obwohl ich euch Plottwist übrigens auch verraten kann, die Steine sind immer noch da. Also es ist nicht mehr alle, aber es gibt noch genug Steine, die immer noch da sind und auch einige neue, die hinzugekommen sind. Also von daher alles beim Alten. Weiter geht's mit dem Sägewerk. Da wurden einige Straßen gefixt, die zu steil waren. Können wir direkt weitermachen mit dem Depot. Da wurden mehrere Highmap-Probleme behoben. Was auch immer das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass auch wieder Sachen am Schweben waren, die nicht hätten schweben dürfen. Zum Beispiel hatten wir auch mal wieder vergrabene Bahngleise, die ausgebuddelt werden mussten. Genauso wie die anderen Sachen, die vergraben waren bislang. Außerdem wurden Gräben, die ein wenig zu hoch lagen, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, wurden anscheinend auch gefixt. Und eine steile Straße im Südwesten wurde ebenfalls repariert und gefixt. Außerdem wurden auch hier mehrere Steine auf den Straßen entfernt. Aber wahrscheinlich, wenn ich danach suchen würde, würde ich auch wahrscheinlich wieder was finden. Zum Beispiel irgendwelche Bäume, die auf Straßen wachsen, ne? Man kennt's ja. Weiter geht's mit der Factory Map. Da wurden an den C1 und C2 Punkten die Steine entfernt, die bislang, gediegen gesagt, ziemlich bescheiden da gelegen haben. Ich rede jetzt von diesen Fahrten, wo man noch nicht mal einen halben Meter aus dem Spawn rausgekommen ist und dann die Karre schon aufgebockt war. Von daher, ich begrüße diese Änderung. Ich begrüße diese sehr.
Als nächstes haben wir dann auf jeden Fall den Flugplatz, also das kleine Flugfeld halt. Auf dem wurde der O1-Punkt, die Capture Zone vom O1-Punkt erweitert, um alle Häuser drumherum vollständig mit einzuschließen. Beim Dorfscharmützel wurde der O2-Punkt erweitert, um das Dach mit einzuschließen. Und bei der Stadt wurde die B1-Cap-Zone erweitert, um den kompletten Häuserbereich mit einzuschließen. Kommen wir zum Abschluss noch zu den verbleibenden Änderungen in diesem Update. Angefangen mit der Kriegsmodus-Kachel, die bislang ja immer rechts oben war, und zwar auf der kleinen Kachel, und jetzt auf die linke große Kachel verschoben wurde. Führt im Prinzip nur dazu, dass der Krieg hoffentlich als solches mehr wertgeschätzt wird und auch als wichtiger eingestuft wird, gerade von neuen und normalen Spielern. Wie gesagt, das ist eine Hoffnung, aber großartig was geändert wurde da nichts. Hingegen wurde am erweiterten Kriegsmodus was geändert, denn es gibt jetzt beim Filter unter Erweitert, das ist ja, wenn ihr runter navigiert auf Erweitert unten rechts, habt ihr ja dann bislang die Möglichkeit gehabt, in Stage Battles auszusuchen, welche Karten ihr spielen wollt. Hattet ihr beispielsweise keine Lust auf Factory, dann habt ihr im Prinzip Factory rausgenommen. Oder hattet ihr keinen Bock auf die Depot-Matches, habt ihr halt Depot rausgenommen und hattet trotzdem noch einen Random Matchmaker. Hattet aber, wie gesagt, eure Hasskarten nicht mit drinne. Das gleiche gibt es auch für den Krieg, das bedeutet, ihr könnt da jetzt auf Krieg umschalten, sofern ihr einer Fraktion schon beigetreten seid. Und könnt da im Prinzip dann random im Krieg auf Gefechte joinen, auf Karten, auf die ihr halt Bock habt. Wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, okay, die kleinen Matches interessieren mich nicht, die kicke ich raus. Oder die großen Matches interessieren mich nicht, die kicke ich raus. Dann könnt ihr das machen und trotzdem noch random Krieg spielen, ohne eure Hasskarten. Ist eine notwendige und meiner Meinung nach auch sehr sinnvolle Änderung am Matchmaker. Den Punkt hatte ich eben gerade übrigens übersprungen, das sind die Flash-Abstürze, die behoben wurden. Ich träume immer noch von dieser Utopie, dass HMG irgendwann mal bugfrei und crashfrei funktioniert. Ob es irgendwann so weit kommen wird, keine Ahnung. Ich will ja keinen Teufel an die Wand malen. Aber auf jeden Fall, Flash-Abstürze wurden behoben. Des Weiteren wurde die Formel für das Erfassen von Ressourcen in Stage-Battles angepasst, um halt im Krieg mehr Vorräte zu haben, die Stockpile mehr aufzufüllen. Und als kleiner Fun-Fact am Rande, und auch zum Schluss in dem Falle, wurde der Preis für das Driver Ribbon Rang 2 und für das SMG Assault Ribbon Rang 9 entsprechend ein bisschen gesenkt. Also nicht unbedingt notwendig, aber ganz nett to know. So, dann wären wir auch schon am Ende. Ich habe gewarnt, es wird ein wenig länger. Ich habe es möglichst kurz gehalten. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Update unten in die Kommentare. Wie gesagt, meine Meinung ist so, es ist vieles ganz nett. Es wäre einiges nicht notwendig gewesen. Das, was reingekommen ist, ist gut geworden. Aber es war jetzt, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Bis auf die ganzen Mapfixes, die waren schon notwendig. Ansonsten dürft ihr auch gerne oben rechts einmal abstimmen. Ja, und wenn ihr das alles erledigt habt und keine weiteren Fragen mehr sind, dann wünsche ich jetzt euch noch viel Spaß beim Gameplay-Teil. Und ansonsten sieht man sich wieder in einem weiteren Projekt, in einem weiteren Stream oder im nächsten Update-Video. Ich bedanke mich. Und bis gleich oder bis dann. Und damit euch nochmal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Gameplay-Teil im Update-Video. Ich habe mir heute mal auf Grundlage von dem Rat von Lukas die Mountain Town Map ausgesucht, die anscheinend ja am sehenswertesten ist. Und passenderweise habe ich tatsächlich jetzt hier auch Flugzeuge drin. Das bedeutet, ich kann euch gleich mal das mit dem Landen zeigen und obendrauf die entsprechenden Lines. Konkret hat sich an der D-Line was geändert, an der B-Line und an der C-Line was geändert. Also im Prinzip genau die wir hier auch vor uns haben. Eigentlich besser geht's gerade gar nicht. Wie gesagt, angefangen mit den Flugzeugen, da würde ich mal direkt die 410 nehmen, weil die halt einfach von allen Fliegern der schnellste ist. Also gerade bei den Deutschen halt in dem Falle. Und weil man da dann das Landen am besten zeigen kann. Das Problem ist halt nur, die Mountain Town Map ist halt auch prädestiniert dafür, dass man halt... Wow, 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 geil, du bist aber eine kleine Ficknutte, du. Oh, es geht schon wieder los, die Amis. Als ob der da gewartet hat. Darf ich noch nicht mal landen, oder was? Behinderte kleine Spackos. Weißt du, selbst das lassen sie mir nicht. Aber man sieht, das Fahrwerk fährt deutlich früher aus. Und ich finde, abbremsen lassen sie sich auch schneller. Problem ist, ich bin jetzt halt nicht auf Fullspeed gewesen. Mit anderen Worten, umdrehen. Ah, hier, guck mal, neue Steine.
ehrlich. Guck mal hier, die Amis machen gerade einen auf Deutsche. Richtig schön die Flugzeuge spammen. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, da hinten ein fünftes. Das ist ja mal richtig geil. So, ich würde jetzt mal hier hinten ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen und dann würde ich nochmal einen weiteren Landeanflug nehmen und gucken, ob es funktioniert. Boah, du kleine Pissnutter. Komm her. Das ist echt geil. Lass mich doch noch ein einziges Mal landen, damit ich auf den Boden gehen kann und die Waffen zeigen kann. Richtig hobbylose kleine Spasten. Ich meine, wenn mein Name im Match ist, dann heißt das doch im Prinzip, dass ich nur Scheiße baue. Es sei denn, es ist Krieg. Aber das heißt im Optimalfall eigentlich nur, dass ich Scheiße bauen möchte. Mit anderen Worten, lasst mich in Ruhe. Ihr Schweine, ihr Sauhunde. So, jetzt bin ich auf Fullspeed. Nicht ganz, aber schon ziemlich. Ja, doch. Also es ist natürlich, man landet halt nicht mit Fullspeed, aber ich finde schon, dass die jetzt stark von der Geschwindigkeit abgenommen hat. Also im Vergleich. Oh, du kleine Hure. So, denkst du wohl. Richtige hobbylose kleine Vollidioten. Weißt du, da kannst du auch gleich Focke fliegen. Das ist genau auf dem gleichen Niveau. So, dann würde ich mal ganz kurz schnell an die... Ich muss tatsächlich noch meine eigene Liste hier aufmachen. Ah, das Problem ist, mit dem Flugzeug wären wir jetzt schneller dran gewesen, ne? Wir könnten jetzt theoretisch beim K98 mal gucken, aber da habe ich, glaube ich, keinen ohne Visier. Beim MG34 könnte man gucken. Fangen wir mal beim MG42 an, weil das am naheliegendsten ist. Und gehen wir mal auf die D-Line. Und da hat mir Lukas geschrieben, übrigens danke nochmal dafür, ne, für den Tipp, D3. D3 links, der steinige Hügel ist zum Spawn-Campen. Ihr campt jetzt aber nicht schon O, oder? Danke. Lasst es. So, wie gesagt, links neben D3. Wir sind jetzt auf D2. Fahren runter zu D1. Ah, ja. Okay. Der hier ist neu, ne? Der hier war vorher nicht. Und apropos, ne? Da war doch im Changelog die Rede von den steilen Straßen, die abgeändert wurden. Das hier zum Beispiel hier vor uns, also jetzt nicht hier, nicht direkt vor uns, aber da hinten vor uns. Das hier war zum Beispiel eine von diesen extrem steilen Straßen. Die haben sie abgeändert. Finde ich nicht schlecht. Das wirkt jetzt ein bisschen natürlicher, auch wenn die Ecke immer noch ziemlich hässlich ist. Aber es wirkt auf jeden Fall besser und nachvollziehbarer. Dann... Das war die D-Line. Da müssen wir jetzt rüber auf die... Ich hatte vorhin gesagt noch B-Line, dass die da ist. Nee, ist sie natürlich nicht. Ja, da müssen wir rüber auf die B. Das könnte jetzt ein bisschen umständlich werden. Hier, den haben sie auch kleiner gemacht, ne? Der ist auch deutlich... Ja, ist super. Weißt du was? Komm mal mit. Ich liefere dich bei O2 ab, dann kannst du schön da spielen und ich mach mein Ding. Oh, Alter, die gehen mir so auf den Zeiger, das gibt es gar nicht. Ich würde schon fast jetzt in Combat mit denen gehen, aber... Dann schaffe ich halt nichts mehr. Wir gehen jetzt mal auf die C-Line. Wenn's dich abfuckt, fackelt's ab. Würde ich ganz gerne bei den Amis gerade mal machen. Die gehen mir halt wirklich gerade auf. Richtig auf den Zeiger. So richtig gehörig gehen die mir gegen den Strich. Im Prinzip, das ist halt wirklich das Focke-Prinzip der Deutschen. Halt Spam und keinerlei Möglichkeit zulassen, überhaupt nur kompetitiv da was zu machen. Null. So, C3, C2 müssen wir hin. Gerade sind wir bei C1. Hier rechts der Spawnhügel, der ist auch ein wenig kleiner geworden, glaube ich. Der war ja auch mal deutlich voluminöser, obwohl... Ja, nicht wirklich. Hält sich in Grenzen. Ist vielleicht alles so ein bisschen aneinander angeglichen. Und auch hier dieser Hügel, der ist auch ein bisschen kleiner geworden. So, zwischen C3 und C2 auf dem Open Field. Das ist C3.
C2 meine ich, und das da vorne ist C3 und hier ist anscheinend auf dem Open Field irgendwas hinzugekommen. Open Field war ja bislang immer, was meint er denn? Meint er, ist das rechts das Open Field oder links? Also das ist relativ ähnlich wie zuvor, wie das zuvor. Das ist auch wieder, wie gesagt, ein bisschen, ach nein, komm, O2 doch noch nicht. Das ist relativ aneinander angeglichen. Scheiße, ihr wollt mich doch verarschen. Ich komme hier nicht zum Zeigen. Aber das müssen wir leider Gottes nehmen. Da hier der Hügel ist, na, obwohl der Hügel war auch groß. Ja, so extrem viele Änderungen sehe ich jetzt hier nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, er meinte das Open Field hier, aber da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Hier, vielleicht halten die Amis das ja sogar. Das wäre ja wunderbar. Und vor zwischen C3, C2, Open Field. Ich sehe halt hier, wow. Ich sehe halt hier nichts großartig. Hier haben sie halt ein bisschen was geändert. Klar, hier sind deutlich mehr Steine hinzugekommen. Eindeutig mehr Steine hinzugekommen. Aber einen Hügel, den er jetzt hier beschrieben hat, den sehe ich nicht. Aber trotzdem, die Steine sind dazugekommen. Das finde ich... Es sieht interessant aus. Ob es natürlich ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich würde es nicht als natürlich beschreiben. Weil in den Wäldern, wo ich unterwegs bin, da sehe ich jetzt nicht so viele Steine. Gut, dann haben wir die C-Line auch abgearbeitet. Dann müssen wir jetzt noch einmal rüber zur B-Line. Und dann hätten wir die Map-Änderung... Achso, warte mal, hier, das MG42. Da hatte ich ja erwähnt vorhin, dass da die hintere Kerbe vergrößert wurde. Mhm. Ja, nee. Nee, nicht wirklich. Und die Kamera nach vorne bewegt wurde. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich jetzt nicht das Vorher-Nachher-Bild habe. Könnte sein, muss es aber nicht. Bei manchen Waffen sieht man es direkt, zum Beispiel bei der Johnson oder bei der Thompson oder bei der M3 Greasegun. Jetzt hier finde ich tatsächlich gar nicht. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben noch das, ja komm, hier können wir ihn hier nehmen. Dann haben wir die MP40 und den Karabiner. Obwohl beim Karabiner halt, wie gesagt, das Scope dabei ist, das zählt dadurch halt nicht wirklich. So, jetzt müssen wir einmal rüber zur... Was hatte ich noch gesagt? D-Line hatten wir. B-Line müssen wir noch. Genau, C-Line haben wir jetzt auch schon. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich bin halt chronisch inkompetent, was die Lines angeht, ne? Das bedeutet erstmal wieder ein bisschen fahren. Und ich habe mich vor allen Dingen auf die falsche Seite gestellt. Das ist auch wieder klassisch. Ein typischer Alex ist das. Hier, guck mal, der Spawn ist auch deutlich niedriger, finde ich. Der war ja mal um einiges höher. Hat auch dann halt entsprechend das Schießen nach da drüben ermöglicht. Boah, Junge! Such dir ein Hobby und lern vor allen Dingen fliegen! Meine Fresse, wenn du mich bombst, bomb dich nicht selber, lern's einfach. Danke. Und lass dich, das ist der nächste Tipp, lass dich dabei nicht filmen, wenn du so doof bist. Ja, ich mache den Fehler vielleicht auch ab und an mal, aber ich gebe mal mein Bestes, das zu unterdrücken. Problem ist, meistens bin ich derjenige, der aufnimmt. Der mich selber aufnimmt. Beispielsweise bei der hiernach folgenden HMG-Aufnahme. Also übermorgen. Für diejenigen, die das jetzt zeitig gucken. C-Line und dann gehen wir zur B-Line. Can suck my fucking what? Was hat er denn für ein Problem? Ja, die Spieler wurden übrigens nicht gepatcht, die sind immer noch gleich. Ja, es ist herrlich, es ist göttlich. Das hier haben sie nicht geändert, das ist immer noch gleich bleibend scheiße. Plus Steine, jetzt sind noch obendrauf Steine gekommen. Ich weiß halt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Natürlich, man hat jetzt ein bisschen mehr Deckung, wenn man hier angreifen wollen würde. Aber zum einen, wer greift denn hier frei ohne Fahrzeug über diese Ecke hier an? Und zweitens, wenn du mit einem... Wow. Wenn du mit einem Panzer oder mit einem anderen großen Fahrzeug hier lang fährst, dann bleibst du halt an irgendeinem Stein stecken.
Hier zum Punkt von wegen, hier waren Sachen am Schweben bzw. verbuddelt. Der Wille zählt. Ich würde sagen, der Wille zählt. Das ist wichtig. So, um den C2-Spawn, B2-Spawn herum. Das müsste ja jetzt hier sein. Also das hier wurde, glaube ich, ein bisschen angepasst. Ja. Oh, ist das blöd. Ist das dämlich. Das ist so selten dämlich. Ja gut, dass die Steine von den Straßen entfernt wurden, aber dafür packen wir einfach mal ein paar Bäume auf die Schienen. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Dato, das habt ihr gut gemacht. Das finde ich klasse. Manchmal habe ich halt echt das Gefühl, dass die ihre eigenen Map-Änderungen vorher gar nicht mal testen. Also, das lässt sich ja ganz einfach herausfinden, ob man alles gefixt hat, indem man einfach mal so an ein paar Punkten vorbeifährt. Klar, wenn jetzt hier irgendwo in der Pampa irgendwas gemacht wurde, dass man das nicht direkt findet, gut. Aber das ist halt direkt schon neben dem B2. Das ist halt... Das sollte man schon sehen, finde ich. Jo, ich guck gerade mal, was Lukas noch meinte, von wegen um B2-Spawn herum. Das ist im Prinzip... Er meint ja B2-Spawn. Das müsste dann entweder der Richtung... Och nee! Och nee, das ist ein Witz hier. Okay. Können wir direkt uns auch mal die MP40 angucken. Mal gerade gucken, was die hatte. Die hatte auch hinten eine größere Kerbe bekommen. Naja, relativ, ne? Und hat, was habe ich noch gesagt? Und vorne dieses Pinöppelchen wurde auch vergrößert. Ja. Beim K98 wurde das, Moment... K98 wurde hinten vergrößert, vorne vergrößert und die Kamera nach vorne bewegt. Ja, schon. Schon, doch. Ah, hier. Ja, doch, da. Oh. 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 Also dafür, dass der Rest ziemlich zugebaut ist, ist es hier jetzt ziemlich hart offen. Aber hallo. Ja, und dann gucken wir nochmal den anderen Spawn und dann kann ich auch wieder die spawnen und nochmal die andere Waffe zeigen. Was haben wir denn noch zur Auswahl hier als Deutscher? Die Panzerbüchse könnte ich, glaube ich, mal zeigen. Granatbüchse habe ich ja leider nicht. Also was habe ich... Doch, habe ich schon, aber habe ich nicht ausgerüstet. MG34 habe ich auch nicht ausgerüstet. G43 könnte ich mal zeigen. Hat aber leider auch einen Scope oben drauf, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, hier, guck mal, das ist auch hinzugekommen, ne? Diese schon fast Schlucht. Alter, ich will doch nur nach rechts oben, Mensch. Es ist schwieriger, als man denkt. Es ist deutlich schwieriger, als man denkt. Los. Meine Güte, du hast nicht ohne Grund für Olympia trainiert. Mach dein Vaterland stolz, indem du auf den Berg hochradelst. Ach komm. Der ist doof fürs Fahrradfahren, ne? Ohne Witz. Nö, hier ist alles so ziemlich gleich. Klar, hier und da wurde ein bisschen was geändert, aber im Allgemeinen ist das ziemlich gleich. Gut, ich glaube, das mit dem Spawn hat sich erledigt. Dann würde ich jetzt abschließend... Ja, perfekt. Dann würde ich jetzt abschließend noch euch mal ganz kurz die Änderungen im Matchmaker zeigen. Beziehungsweise doch beim Matchmaker. Ist ja im Prinzip nur der Matchmaker. Zum einen, wie gesagt, die haben hier irgendwas an den Ressourcen geändert. Ich müsste jetzt mal drauf achten, was das jetzt genau für einen Unterschied gemacht hat. Im Vergleich zu vorher. Gefühlt weniger. Ein bisschen mehr Fahrzeuge und Flugzeuge, aber gefühlt irgendwie weniger. Irgendwas haben sie ja anscheinend umgeändert. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie das zu verstehen ist. Also was sie damit meinen. Aber irgendwie sollte es ja gefühlt mehr sein. Ich habe das Gefühl, es sind weniger geworden. Folgendes. Wenn ihr jetzt in den Matchmaker geht, ne, dann hattet ihr bislang Punkt 1 hier den Krieg. Jetzt ist Krieg hier, der Sturm ist da, die haben halt im Prinzip Plätze getauscht. Und wenn ihr jetzt auf Erweitert geht, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit auf War umzuschalten und entsprechend auszuwählen, welche Karte ihr spielen wollt. Ich jetzt für meinen Teil zum Beispiel wollte jetzt Berg-Kleinstadt machen, weil halt neue Änderungen reingekommen sind. Ich hätte jetzt theoretisch den Krieg auch nehmen können, ging vorher halt nicht. Geht jetzt mit dem neuen Matchmaker und finde ich an sich gar nicht schlecht. Also das ist
tatsächlich eine ziemlich praktische Änderung. Die Scopes hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das sehe ich jetzt schon als wichtigere Änderung an. Weil dadurch kannst du halt, wenn du Bock hast auf einfach mal ein bisschen Krieg random spielen, kannst du einfach deine Lieblingsmaps reinmachen und hast halt, keine Ahnung, zum Beispiel kein Kutor oder keinen Flugplatz oder keine Factory, so nach dem Motto, ne? Halt die Maps, die ihr gerade jetzt nicht mögt. Ja, dann würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt in den restlichen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag und oder auch Abend. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Update in die Kommentare und ansonsten würde ich euch raten, eure Waffe, die euch am ehesten liegt, die euch am liebsten liegt, einfach mal auszuprobieren nach dem Update und zu gucken, ob das jetzt besser läuft. Wie gesagt, gerade bei den Ami-Waffen würde ich es euch empfehlen, weil da merkt man meiner Meinung nach schon einen Unterschied. Gerade so bei Johnson und Greasegun, wo man bislang halt überhaupt gar keinen Überblick hatte. Ja, und das wär's von meiner Seite. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!